Wir sind hier im Medivital von Sven Kruse in Hemer, wo am 21. Mai die neue Vortrags- und Veranstaltungsreihe Erbsensuppe und Gesundheit stattfinden wird. Herr Kruse, was steckt hinter diesem ominösen Namen? Also Erbsensuppe und Gesundheit ist natürlich ein Slogan, der brennt sich fest bei jedem, der es einmal gehört hat. Wir werden hier uns die Zeit nehmen, für Interessenten mal eine Stunde über die Probleme zu sprechen. Wir haben Themen wie Schulterschmerz, Rückenschmerzen oder Knieschmerzen. Wir laden dazu einen Spezialisten ein, der uns dann auch noch mal wissenschaftlichen Hintergrund bringt. Wir erzählen den Patienten oder den Interessierten, was können Sie selber tun? Wie kommen Sie aus der misslichen Lage wieder raus? Und wenn die nach der Stunde nicht weggelaufen sind, dann belohne ich die mit einem schönen Teller Erbsensuppe. Herr Dülmann, warum unterstützt die DRK die Veranstaltung? Ja, weil wir denken, Aufklärung und Information ist wichtig. Erst dann, wenn ich etwas weiß über meine Erkrankung oder Vorsorge, erst dann kann ich was tun für mich. Und daraus resultiert immer Gesundheit und mehr Lebensqualität. Und das wünschen wir allen Beteiligten, die hier dran teilnehmen. Wir sind froh, dass wir dabei sind. Herr Matern, die Heimatzeitung der IKZ, was haben die Leser dieser Zeitung davon? Wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir bei Sven Kruse sein dürfen und das unterstützen dürfen, weil Gesundheit geht uns alle an. Gesundheit ist ein wichtiges Gut und die Gesundheit bis ins hohe Lebensalter zu erhalten, das war es uns wert, dass wir es uns unterstützen, diese Aktion. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn sich viele, viele Menschen hier aus der Region anmelden, viele Leser sich daran beteiligen, damit wir drei zusammen einen schönen Tag verbringen können.